Heute bei Wer weiß denn sowas? Birgit Schrowange im Team mit Bernhard Hoeker. Und sie spielen gegen Babette von Kimin und Elton. Und jetzt geht's los. Heute die Ladies in Red bei uns zu Gast. Die beiden wissen einfach, was angesagt ist. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie heute wieder ein bisschen mit uns rätseln. Sie können auch auf unserer App mitspielen, die ARD Quiz App, wenn Sie noch nicht haben, dann vielleicht noch schnell runterladen. Denn es gibt heute wieder viele spannende Fragen. Es gibt viel Interessantes zu erfahren. Unter anderem das. Wussten Sie eigentlich, dass es in New York heute noch Wasserleitungen aus Bambus gibt? No. Nee. Ja, ist so. Ja, ja, ja. In New York passieren Sachen. Uiuiuiuiuiui. So, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir schauen mal auf die Publikumsverteilung. Heute ist einiges, es ist einiges so ein bisschen anders. Der eine oder andere wird sagen, Birgit Schrowange sieht so ganz anders aus, weil es vielleicht noch gar nicht jeder gesehen hat. Ja, im ganz neuen Look. Sehr schick. Gefällt dir, Kai? Ich finde es wunderbar. Ja, natürlich. Ich finde es toll. Ja. Hast du auch schon graue Haare? Bestimmt, bestimmt. Ach, du Kerl. Ja, aber das ist ja immer auch ein bisschen, ich färbe nicht, das ist ja genetisch veranlagt. Männer färben ja auch. Ne? Männer färben auch, absolut. Das Problem hat ja, ich färbe, Bernd nicht. Ich färbe nicht, ich rasiere. Ja, der Bernhard färbt nicht, aber der färbt ab, da musst du aufpassen. So, ihr seid bereit, dann schauen wir jetzt mal auf die Publikumsverteilung. Hinter Bernhard und Birgit Schrowange sitzen 71 Zuschauer. Und hinter Elton und Babette von Kimin, 53. Hinter Elton und Babette von Kimin, 53. Ja, viele sagen ja, Babette, Kind von Kimin, von Kimin. Ja, früher natürlich auch Babette Einstmann. Du kannst mich auch nur Babette nennen. Ja, das mache ich dann im Laufe der Sendung. Okay. Ja, wenn irgendwann vielleicht auch Babsi, wenn es richtig gut läuft. Oh ja, wenn es sein muss. Werfen wir jetzt einen Blick auf unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind Trick 17, Essen und Trinken, Amtsschimmel, Unser Körper, Was bin ich, Computer, Neuheit im Grünen, Was passiert wenn, Unterwasser, Damals und Fragezeichen. Ihr dürft anfangen. Ich esse gern, ich trinke gerne. Du isst gern und du trinkst gern. Ja. Elton, wir treffen jetzt eine Entscheidung, die ist nicht gegen dich gerichtet, sondern für sie. Wir nehmen Essen und Trinken. Mm. Weil wir das so gerne tun. Die erste Kategorie heute und die erste Frage dazu. Im Gegensatz zu Waldheidelbeere hat die Kulturheidelbeere ja, sehr gut. Habt ihr gut A, gewählt. Wesentlich mehr Säure, B, helles Fruchtfleisch oder C, nur eine Wuchshöhe von 10 cm. Also helles Fruchtfleisch hat sie, glaube ich, nicht, weil ich esse immer Kulturheidelbeeren. Ach, ja. Ja, sie sehen sehr dunkel aus. Mehr Säure, kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Das heißt, also, sie wächst niedriger als 10 cm. Also sie wächst nur 10 cm. Das könnte ich muss jetzt mal gerade überlegen, was eine Heidelbeere ist. Ich glaube, ein C. Dann würde ich... Sollen wir sagen C? Wir sagen C. Wir sagen C. Eine schnelle Entscheidung. Nicht scheiße. Nee. Oh, da hinten. Bringt uns auf jeden Fall definitiv voran. Die sagen beides. Die Waldheidelbeere wächst bodennah und erreicht eine Wuchshöhe von etwa 30 bis 50 Zentimetern. Die gezüchtete Kulturheidelbeere hingegen wächst bis zu 2 Meter hoch. Die Früchte der gezüchteten Variante sind zudem meist größer und süßer als die der Waldfrucht. Darüber hinaus befindet sich der blaue Farbstoff bei der Kulturheidelbeere lediglich in der Schale, bei der Waldheidelbeere jedoch in der gesamten Frucht. Ach, Antwort B ist das die kann richtige. Nicht sein. Was man hier alles erfährt.
Da so genau reingeguckt habe ich auch noch nicht. Ich habe immer das Äußere mir nur angeguckt. Ja. Noch nie jetzt, so jetzt, jetzt weißt du es und du wirst es nie mehr vergessen. Ja? Das hier mit so Gesundheit und so, glaube ich, ganz gut ist, würde ich gerne unser Körper probieren. Unser Körper, das ist eine gute Frage. Babette kennt sich mit so vielen Sachen gut aus. Oh, das würde ich jetzt mal so nicht sagen. Ich war lange in der Knopf-Hoff-Show und so weiter. Der weiß ja erst. Ja. Unser Körper. Wer 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen einen doppelten Espresso trinkt, A, kommt am Morgen schneller aus dem Bett, B, dreht seine innere Uhr um etwa 40 Minuten zurück oder C, verspürt keine Auswirkungen beim Einschlafen. Das ist echt tricky. Dieses keine Auswirkungen beim Einschlafen, man sagt ja immer, man sollte kein Espresso trinken nachts, ne? Sonst schläft man nämlich nicht so gut. Ja. Gibt aber ein paar Leute, denen macht das nichts aus, das weiß ich. Dass man da schneller aus dem Bett kommt, das kann ich verneinen. Das tue ich nämlich nicht, wenn ich einen Espresso abends getrunken habe. Okay. Aber dreht seine innere Uhr um etwa 40 Minuten zurück. Was meinst du? Nee, das glaube ich nicht. Ich bin für C, weil 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen, das ist eine Menge Zeit. Jetzt, wo du es sagst. Wir nehmen C. Ja. Ein doppelten Espresso, 3 Stunden vorm Schlafengehen. Könnte ich nicht. Forscher der University of Colorado fanden jetzt erstmals heraus, dass Koffein nicht nur wach macht, sondern sogar den Biorhythmus des Menschen beeinflusst. So kann laut Studie der Genuss eines doppelten Espressos 3 Stunden vor dem Schlafengehen dazu führen, dass sich die innere Uhr um etwa 40 Minuten zurückdreht. Der Anstieg des Schlafhormons Melatonin wird durch die Aufnahme des Koffeins verzögert. Der Grund? Das Koffein blockiert im Gehirn den Botenstoff Adenosin. Dieser ist dafür zuständig, die Erregung zu dämpfen und uns schläfrig zu machen. Ah. Sorry, oh. Darauf trink erstmal Wasser. Ja, darauf einen Schluck. Antwort B ist die richtige Antwort. So, ist total spannend, Leute, meine Damen und Herren. Es steht unentschieden momentan. Ja? Wenn Sie jetzt eingeschaltet haben, wir haben schon angefangen. Hm? Nächste Kategorie für euch. So, was nehmen wir denn? Ich finde ja Amtsschimmel interessant. Echt? Ja. Kannst du dich da gut ausnimmt? Nee. Also mein Vater war Beamter. Also vielleicht ist was. Meine Mutter wollte immer, dass ich einen Beamten heirate. Mutterbauer. Ja. Sollen wir es nehmen? Ja, wir nehmen Amtsschimmel. Okay. Und sonst weiß Schauen das wir, welche Frage sich dahinter verbirgt. Ja, wir haben bestimmt einen. Wann stuft die Deutsche Post eine Briefmarke als ungültig ein? Und mein Vater war nämlich Postbeamter. Ja. Pass auf. Super. Das heißt, du möchtest schon antworten, ohne dass ich die Antworten vorlese? Sobald sie benutzt wurde. A, wenn sie kopfüber auf den Umschlag geklebt worden ist. Nein. B, wenn 3 Zacken fehlen. Ja. Oder C, wenn sie bereits verwendet, aber nicht abgestempelt wurde. C. Auf jeden Fall C. Weil da hatte mein Vater immer Ärger mit einer Nachbarin, die ich herzlich grüßen würde. Weil die hat die nämlich immer ganz vorsichtig abgemacht. Und das ist mein Vater, der hat nämlich immer die Briefmarken durchgekreuzt, wenn der Brief kam und die war nicht abgestempelt, hat er gesagt, nein. Denn sie ist bereits benutzt worden und hat ihren Wert verwirkt. Dann wurde sie durchgekreuzt und hat da sich sehr korrekt verhalten. Ich bin den Beamten sehr dankbar, sie bieten Platz für Gags. In Deutschland kann eine Briefmarke schief oder kopfüber auf den Umschlag geklebt werden. Fehlen ein paar Zacken, ist das auch kein Problem. Hauptsache, die Marke ist hinreichend als solche erkennbar. Kam die Marke jedoch bereits zum Einsatz und wurde dabei nicht abgestempelt, dann gilt sie als verdorben. Laut dem Entgeltheft der Deutschen Post darf sie also nicht einfach ausgeschnitten oder abgelöst werden, um auf einem neuen Brief zum Einsatz zu kommen. Die richtige Antwort. Die ersten 500 Euro. Guckt das zu? Ja. Nee, ja. Vielleicht. Was nehmen wir? Ja, keine Ahnung. Such dir gerne was aus. Was bin ich? Oder ist was bin ich? Was bin ich? Wer etwas verstürzt, A, baut ein kippbares Fenster ein, B, stellt einen ungenießbaren Käse her oder C, näht eine unsichtbare Naht. Oh mein Gott. Wer etwas verstürzt. Hört sich fast nach Nähen an, ne? Findest du nicht auch? Baut ein kippbares Fenster ein. Was heißt denn das? Baut ein kippbares Fenster ein. Der, ja, das sind die. Ja, ich weiß, das sind die Dinger da, ne? Der verstürzt. Ein Sturz, warte mal, ein Sturz. Kann man das vielleicht irgendwie herleiten? Stellt einen ungenießbaren Käse her, dann ist man wahrscheinlich eher
Warum sollte man einen ungenießbaren Käse herstellen? Eigentlich geht es Käse. Du sagst, näht eine unsichtbare Naht, das kann natürlich sein, baut ein kippbares Fenster ein. Das ist vielleicht diese Dinger, die man nicht aufmachen kann, damit man nicht wie in Hotels, wenn du ganz oben wohnst, dass du das nicht aufmachen kannst, um runterzufallen. Das ist dann entweder aus Versehen oder... Man verstürzt, damit man nicht rausstürzt. Aber das kann ich auch. Also näht eine unsichtbare Naht klingt eigentlich ganz cool. Wir dürfen nicht umdrehen. Ach so, da vorne gucken. Entschuldigung. Gute mal, so, ich denke mal jetzt nochmal. C. Heute machst du aber Druck hier, habe ich so das Gefühl. Ja. Muss irgendjemand einen Flieger kriegen oder was? Nee, aber ich muss zum Bus. Bestimmt die Birgit. Das ist eine klassische Naht. Doch es gibt die Möglichkeit, eine Naht zu verstecken. Und zwar, indem zwei Stoffe aufeinandergelegt und zusammengenäht werden. Dabei lässt man eine Öffnung. Jetzt kann das Teil, wie hier der Kissenbezug, auf rechts gezogen werden. Er wurde verstürzt. Die kleine Öffnung kann nun per Hand zugenäht werden. Wunderbar! Richtige Antwort, auch für euch die ersten 500 Euro. Okay, komm mal, kriegst du 17, aber ich bin nicht so gut im Haushalt. Ist egal, wir sind nicht gut im Haushalt, aber die alle sind alle gut im Haushalt. Super. Wir haben unser Backup. Wir nehmen Trick 17. Und manchmal kommt man drauf. Wie können Plüschtiere ohne Waschen einer Reinigung unterzogen werden? A. Zusammen mit Speisestärke für 24 Stunden im Plastikbeutel lagern. B. 6 Stunden in einem verschlossenen Karton in die pralle Sonne stellen. Oder C. Über Nacht in eine Dose mit Zitronen in den Kühlschrank legen. Plüschtiere ohne Waschen. Also was? Vielleicht zieht die Speisestärke feuchtig. Das raus? Die zieht feuchtig. Ich bin vom Gefühl, bin ich bei der Speisestärke, weil die zieht Feuchtigkeit raus. Wenn es so leichte Pilzsporen, die werden dann, die sagen, trocken tot. Genau. Also ich würde auch A sagen. Wir sind beide sehr für A, sodass wir sagen, dass wir uns sehr sicher sind, richtig? Sehr sicher. Wir riskieren beide. Sehr sicher. Und entschuldigen uns jetzt schon mal beim Publikum, falls das falsch sein sollte. Nein, wir entschuldigen uns nicht. Doch, wir entschuldigen uns, wenn es falsch sein sollte. Aber wir nehmen doch erstmal die Entscheidung. Wir nehmen A. A ist notiert. Nicht jedes Plüschtier kann in die Waschmaschine. Um es trotzdem von Schmutz oder Geruch zu befreien, kann es trocken gereinigt werden. Ab damit in einen verschließbaren Plastikbeutel und mit einer ordentlichen Portion Speisestärke überhäufen. Sie bindet nicht nur Schmutz, sondern auch Gerüche und Feuchtigkeit. Danach kräftig durchschütteln und 24 Stunden lang einwirken lassen. Am nächsten Tag das Plüschtier nochmal gut absaugen und siehe da, fast wie neu. Das ist ja mal ein spannender Tipp, oder? Ja, und die richtige Antwort wird auch noch mit 500 Euro belohnt. Ihr steht bei 1000. Was passiert denn? Ja, das wollen wir jetzt wissen. Was? Das mit der Speisestärke funktioniert auch bei Menschen, wenn man mal keine Lust zum Duschen hat. Trockenshampoo. Richtig. Trockenshampoo. Ja, die Frisur. Hm? Und dann saugt man was passiert, wenn, hättet ihr gern? Ja. Wenn in einem Fluggerät, das in einem Vakuum mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fliegt, die Scheinwerfer eingeschaltet sind, A. Ist das Licht nicht zu erkennen? B. Überholt das Fluggerät das Licht? Oder C. Fliegt das Licht mit Lichtgeschwindigkeit vom Fluggerät weg? Moment, jetzt muss ich erstmal die Frage überhaupt verstehen. Das muss ich auch sagen. Also, ich sag nur Knopfhoff Show. Ja, ich bin hier gerade dabei. Ne? Wenn in einem Fluggerät, das in einem Vakuum mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fliegt. Das ist also eine Concorde fliegt im Vakuum und macht die Lichter an. Richtig. Ich glaube, dann gehen eher die Lichter aus, du. Die Scheinwerfer sind eingeschaltet sind, ist das Licht nicht zu erkennen? Lichtgeschwindigkeit ist das. Aber die Concorde war nie mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Nee, nicht wirklich. Aber überholt das Fluggerät das Licht? Fliegt das Licht mit Lichtgeschwindigkeit vom Fluggerät weg? Das wäre eine gute Frage für Horst Lichter gewesen. Oh! Also, wenn das Fluggerät und das Licht in einer gleichen Geschwindigkeit fliegt, dann ist das Licht einfach doch nicht zu erkennen, weil das strahlt ja nicht aus. Das bleibt immer an einer Position. Oder sehe ich das falsch? Das Fluggerät fliegt in Lichtgeschwindigkeit und Licht, die Strahlung ist in Lichtgeschwindigkeit.
Also überholt das Fluggerät das Licht, dann ist ja also das Fluggerät schneller als Lichtgeschwindigkeit. Genau. Das kann ich mir nicht vorstellen, dann, weil es steht ja auch nur annähernd. Fliegt das Licht mit Lichtgeschwindigkeit vom Fluggerät weg? Das heißt, also ein fliegendes Licht. Dann ist das eine doppelte Geschwindigkeit. Also dann fliegt das Flugzeug in Lichtgeschwindigkeit und nochmal das Licht in Lichtgeschwindigkeit. Boah. So, Elton, 1, 2 oder 3? Jetzt bist du mal da gefragt, ne? Bei dir ist ja das Licht quasi schon angegangen. Deswegen würde ich sagen, riskier's einfach und ich denke, unser Publikum wird es uns... Ja, aber ich weiß ja noch nicht mehr, was ich riskieren soll. Riskier alles. A Setz oder C. alles auf eine. Du mach das Licht an, setz das drauf und komm. Ja. Ne? Ich meine, die beiden wissen das ja. Das sieht man ja schon an den Gesichtern. Ja. Ne? So einfachen Fragen. Also gibt es da... Was hatten wir eben eigentlich genommen? Wir hatten vorhin C. Wir hatten vorher C? Das war auch richtig gut. Ja? Ja. Dann nehmen wir jetzt A. Und ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Oder nicht. Licht braucht im Gegensatz zu Schall kein Medium, um sich auszubreiten. Fliegt also ein Fluggerät schneller als Schallgeschwindigkeit und erzeugt vor sich noch mehr Schall, so überholt das Fluggerät den Schall augenblicklich. Der Grund: Schall ist an die Luft gebunden. Fliegt nun aber das Fluggerät durch den luftleeren Raum und schaltet seine Scheinwerfer ein, so hindert kein ruhendes Medium wie Luft das Licht daran, sich mit der gewohnten Lichtgeschwindigkeit vom Flugzeug zu entfernen. Das Licht fliegt also mit Lichtgeschwindigkeit vom Fluggerät weg. Jetzt wissen wir es aber. Oh, Antwort C. Jetzt wissen wir was. Aber das war auch eine komische Logik, die jetzt dieser Beantwortung da schlussendlich zugrunde lag. Aber du sahst klasse aus in der Rakete. Ja, ja. Du sahst richtig aus. Ich bin auch froh, dass ich wieder gelandet bin. War ganz schön eng. Bleibt bei 500 Euro. Ja, gut. Nächste Kategorie. Sollen wir Computer nehmen? Weil hinter Computer uns ist diese, kenne ich ja, mich null ja, aus. Aber hinter uns ist diese Informatikerklasse. Wir nehmen du Computer. Okay, ja, ja. Gut. Total zuversichtlich, das wissen die alle. Das sind die Hälfte programmiert, warum die raten Verbraucherschützer davon ab, neue Computer und Videospiele vorzubestellen? Ja. A. Es besteht generell keine Chance, aus dem Vertrag auszusteigen. B. Spätere Versionen haben meist mehr exklusive Bonusinhalte. Oder C. Die Grafik ist meist schlechter als angekündigt. Ja, jetzt müsste ich mal meinen Sohn anrufen und den fragen. Er ist Computerspiele-Spezialist. Der könnte mir das jetzt sofort sagen, Leute. Also ich bin am ehesten für A, weil ich mir vorstellen kann, dass eine Vorbestellung, dass dann der Kaufvertrag abgeschlossen ist. Ja. Und dass, bis das Videospiel kommt, ein Rücktrittsrecht abgelaufen ist. Ja. So, das gilt aber quasi für alle Dinge, die du vorbestellst. Warum bei Computerspielen? Und dass die Grafik schlechter ist als angekündigt. Ja, und? Also, was soll denn dann sein? Die Grafik ist toll. Nee, ist nicht ganz toll, so ein bisschen toll. Ja, das ist mir auch eigentlich egal, wie die Grafik ist. Also, wo soll da... Also, natürlich sind die Bilder, die rausrechnen und in die Werbung setzen, vielleicht besser als das, was man nachher sieht. Aber das ändert doch nichts am Vorbestellen. Das ist ja genauso, wenn ich sie jetzt bestelle. Also... Deshalb kann ich mir A und C vorstellen, weil ich finde beides gleich schwierig und gleich möglich. Sollen wir das Publikum fragen? Könntet ihr irgendwas entscheiden, weil bei mir zu Hause lösen sich schon die Briefmarken wieder. Lass uns das Publikum fragen. Umschlag. Wir fragen das Publikum. Ihr fragt das Publikum. Ich bin mir nicht sicher genug für A. Darf ich mich jetzt umdrehen? Jetzt darfst du dich umdrehen. Jetzt darfst du dich umdrehen. Okay. Also wo sind denn hier die IT-Spezialisten? Gibt es da jemanden, der da eine Idee zu hat? Keiner? Eine Idee ist besser als das, was wir haben, nämlich gar keine. Wer eine Idee hat... Aber hier die jungen Typen hier, kennt ihr schon aus oder nicht? Nee, dann aufstehen, weil aufstehen. Müsste ich zu dir kommen. Man traut sich nicht, ne? Okay, ja. Ja, ja. Also. Guten Abend. Hallo. Mein Name ist Lothar Wojciechowski. Hallo, Lothar. Aus dem schönen Schwarzenberg. Du hast aber einen festen Händedruck, Lothar. Entschuldigung. Ja? Bist du Computerspieler? Nein, mein Bruder ist Computerspieler schon seit er 10 ist. Jetzt ist er 42. Mhm. Und ich bin der Meinung, er hat mir mal erzählt, das ist C. Das hat mit der Grafik zu tun.
weil ich habe ihm immer über die Schulter geguckt. Ich weiß aber nicht hundertprozentig, aber ich bin der Meinung, er hat es mir mal erzählt, vor langer Zeit. Deswegen war ich auch nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung C. Lothar hat C eingeloggt ja. und sagt, was schert mich, was die beiden da vorne reden. Ich bin C. Nee, der C war ja einer unserer... Oft bestellen Fans von Computer- und Videospielen diese direkt nach Ankündigung vor, um sofort am Erscheinungstag losspielen zu können und Bonusinhalte für Vorbesteller zu ergattern. Die Verbraucherzentrale NRW sieht dies allerdings kritisch. Um vom Kauf zurücktreten zu können, rät sie dazu, die Konditionen der Vorbestellung genau zu prüfen. Denn oft ist es so, dass die später im Handel angebotenen Versionen bei der grafischen Gestaltung und den technischen Finessen hinter den Ankündigungen der Spielemacher zurückbleiben. Ja, richtig! Wo ist dein Bruder? Christian, du hast nichts verkehrt gemacht, Christian, ich grüße dich. Ja, ja, 500 Euro wert heute. Ja, danke schön. So geht's. So, kommt 500 Euro oben drauf und ihr steht jetzt bei 1500. Wir haben noch 5 Kategorien. Ja, puh, was ist mit Unterwassergeschichte? Alles nicht so meins. Höchstens vielleicht Neuheit, weil wir haben ja noch das Publikum, wenn die irgendwas wissen. Genau, die sehen alle so neu aus. Ja. Genau. Ich denke, wir machen Neuheit. 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 Forscher des Massachusetts Institute of Technology haben jüngst ein Gerät erfunden, mit dem A. man durch eine Tür gehen kann, ohne sie zu öffnen. B. alte Bücher gelesen werden können, ohne sie aufzuschlagen. Oder C. auf einer Gitarre gespielt werden kann, die keine Saiten hat. Ha. Hast du nicht mal den Zukunftspreis moderiert? Ja. Ja, ja, da gab es aber keine Gitarre. Nee, aber das ja, fällt das ist, ja so. Ja, das fällt in diese Kategorie, ist vollkommen Neuheit. Richtig. Schön wäre ja, dass man keine Tür, dass man durch so eine Tür gehen kann, die man nicht vorher öffnen müsste. Das wäre ja eigentlich schon eine schöne Geschichte. Habe ich auch schon mal gemacht, es war eine Glastür. Nicht so gut, ne? Nee, keine gute Idee. Das würde ich auch erstmal lassen. Alte Bücher gelesen werden können, ohne sie aufzuschlagen, das... Ja, Hörbücher. Ja, eben, das gibt's ja schon. Ist ja nichts Neues eigentlich, ne? Ein Gerät erfunden, mit dem Bücher gelesen werden können, ohne sie aufzuschlagen. Das gab es ja schon immer. Bücher gelesen werden können, ohne sie aufzuschlagen. Auf einer Gitarre gespielt werden kann, die keine Saiten hat. Ich meine, es gibt auch diese Klaviere, kennst du das? Wo man dann nur so tut, als ob und die spielt. Und dann gehen die Tasten von alleine so runter und so. Mhm. Du bist für was? Also, ich fände es natürlich fantastisch, eine Tür, die man nicht öffnen muss, und dann geht man einfach durch. Dann zieht es nicht und man muss sie nicht aufmachen und man braucht nicht an den Griff zu fassen, weil da ja immer die Bakterien dran sind und man will ja heutzutage... Total ekelhaft. Man will ja heutzutage sich nicht mehr anstecken, also will man durch so eine Tür gehen, ohne noch den Griff anzufassen, weil das wollen die Leute nicht mehr. Das wäre auch toll für einen Kühlschrank. Das sowieso. Kann man Sachen rausnehmen, ohne den Kühlschrank aufzumachen. Das ist allerdings richtig, sehr stimmt. Oder, ja. oder öffentliche Toiletten. Oder öffentliche Toiletten. Da kann ja, wie will sie die denn abschließen? Wenn er jeder durch kann. Entschuldigung. Jetzt eine Sache unterstütze ich bei B. Da können alte Bücher gelesen werden, ohne sie aufzuschlagen. Weil die richtig diese Antiquitäten, diese alten Bücher, die sind ja unheimlich fragil. Und die darf man ja nicht mehr so oft vielleicht anfassen, weil ja schon Patina dran ist und wie auch immer, damit die nicht kaputt gehen. Ich habe jetzt erst, es geht ja um das Gerät, es geht gar nicht um die Tür. Das heißt, ich habe immer gedacht, die Tür ist aus einem Material, wo man durchgehen kann. Habe ich auch gedacht. So, ist ja gar nicht. Es ist ein Gerät, mit dem man durch eine Tür gehen kann, ohne sie zu öffnen. Nein. Also, das heißt, es ist eine ganz normale Tür und das ist ein Gerät. Und damit hier gehst du unsichtbar. Fernbedienung, mal drücken und dann geht das Ding auf. Das gibt's schon. Nein. So, dann kann B vielleicht doch wieder irgendwie stimmen. Das ist ein Gerät, das legst du, so ganz dünnes Ding, was weiß ich, so aus Glas oder keine Ahnung, das legst du zwischen die Seiten oder packst es in das Buch rein und dann kann das die Buchstaben auswerten. Und welchen Sinn sollte das geben? Dass du das dann lesen kannst. Dass du, wenn du alte Bücher zum Beispiel hast und die berührst du, eben, das ist die zerfallen komplett. Genau. Und wenn du jetzt irgendwie so eine Glasplatte hast oder irgendwas, die so eine Mini-Kamera oder keine Ahnung, und die schiebst du in die Buchseiten rein, oder vielleicht sogar obendrauf nur? Und nein, obendrauf, nein. Also nur zu eurer Beruhigung, wir würden euch das gesuchte Gerät eh gleich zeigen. Ja, du meinst, ihr müsst es jetzt nicht nochmal entwickeln. Es geht. Es gibt schon. Würde,
Ich bin für B. Du bist für B? Ja, und warum sollte man Gitarre spielen ohne Saiten? Macht doch auch gar keinen Bock, oder? Ich meine... Ja, vor allem, was soll das für ein Gerät sein? Wenn, dann hat man die Gitarre so erfunden. Aber eben. Was ist das für ein Gerät? Was locken wir denn ja. ein? B. Do. B. B wie Babette. Guck mal. Forscher vom MIT haben eine Technologie entwickelt, die geschlossene Bücher lesen kann. Das System arbeitet mit elektrischen Wellen, die Papier von Tinte unterscheiden können und einen speziellen Algorithmus zur Interpretation der Abbildung verwenden. Was sich zunächst etwas merkwürdig anhört, hat für manche Fachgebiete eine hohe Bedeutung. Denn gerade historische Manuskripte und Bücher sind oft so fragil, dass sie beim Aufschlagen oder Umblättern zu zerfallen drohen. Bisschen anders als ich dachte. Nein, aber da war ganz viel Richtiges dabei bei dem, was er gesagt hat. Ja, richtige Antwort. Hier steht es bei 1000 Euro. Wir haben noch vier Kategorien: im Grünen, unter Wasser, damals und das Fragezeichen. Unter Wasser? Unter Wasser? Ich wäre für damals. Damals. Wir nehmen damals. Wie sollten US-amerikanische Polizisten in den 1930er Jahren überzählige Bauchpfunde verlieren? A. Liegestütze wurden auf heißen Steinplatten ausgeführt. B. Ein vibrierender Gurt wurde um den Bauch geschlungen. Oder C. Sie übernahmen die Reinigung ihrer Büroräume selbst. Viel Spaß. Hammer. Ah. Weißt du was? Kennst du diese Werbung? Du bist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Von ganz früher? Wieso auch? Da gab's doch immer... Du bist doch noch so jung. Nee, ich bin auch schon ein bisschen älter. Ja. Wäre mir nicht aufgefallen. ein vibrierender Gurt wurde um den Bauch. Da gab's doch früher immer diese Werbung. Da stellten sich dann Frauen rum, rein in diesen vibrierenden Gurt. Kannst du dich dran erinnern? Und dann wurde versprochen... So was durfte ich nie gucken. Dann wurde versprochen, dass man ganz schnell... abnimmt und den Bauch strafft und so weiter. Jetzt ist ja so, wir sind vielleicht beide nicht mehr die Jüngsten, aber hast du das in den 30ern wirklich so gesehen? Nee, das habe ich, hab ich später gesehen. Also ich kenne das Bild. In den 30ern, ja. Nee, da gab es das noch nicht. Nee, da hast du recht. Ich glaube, das war wirklich sowas wie, die sollen selber putzen, dann müssen sie sich bücken, rumlaufen, rennen und so weiter. In den 30er Jahren haben doch die Typen nicht selber geputzt. Ja, deshalb hat sich das ja auch nicht durchgesetzt und die sind immer noch dick. Aber das ist... Meinst du? Also von B, also A würde ich ausschließen und von B oder C halte ich C für wahrscheinlicher. Willst du C? Ich will C und du okay, willst dann, B, ne? Dann will ich will das, was du willst. Du willst das, was ich will? Ja. Oh la la. Also dann, wenn, Sir. Ganz ehrlich, pass auf, ja. Dann gehe ich mit C nach vorne, aber ich werde rückwärts laufen, um dich folgen zu sehen. Okay. Ja. Oh, schön. Aber ich sag mal so, wenn C stimmt, könnten wir das hier ja auch einführen. In den 1930ern eroberte ein Fitnesstrend die USA, der auch Polizisten mit überzähligen Bauchpfunden zu Leibe rücken sollte. Die vibrierenden Fitnessgurte sollten in der Theorie durch kräftige mechanische Massage die Fettzellen aufbrechen und sie so durch den Blutkreislauf oder die Lymphbahnen abtransportieren. Leider führte das Training nicht zum gewünschten Erfolg. Oh, Bernhard. Auch bei euch führte Antwort C nicht zum gewünschten Erfolg. Antwort B ist die richtige. Es bleibt bei 1500 Euro. Ich werde dir gefolgt. Im Grünen unter Wasser oder Fragezeichen? Die Überraschungskategorie. Sogenannte X-Class-Flares sorgen dafür, dass A. Die Augen beim Fotografieren mit Blitzlicht nicht rot leuchten. B. Beine 10 cm länger wirken. Oder C. Selbst in Deutschland Polarlichter zu beobachten sind. Das ist natürlich ganz einfach. Aber ja? Wir wollen es ja nicht gleich überstürzen, ne? Nein. Was also heißt denn Flares übersetzt? Flares, das sind Strahlen. Also Flares. Strahlt. She flares. Mhm. Also irgendwas mit Strahlen. Ich hätte sofort erstmal mit, kennst du das mit den Augen, dass es immer so blöd ist, wenn du dann hast ein schickes Foto und hast so rote Augen, siehst total doof aus. Mhm. Und dann gab es so einen Stift früher, da konnte man dann tatsächlich diese Augen schwarz malen, damit es dann wieder auf dem Foto besser ausschaut. Mhm. Die Augen beim Fotografieren mit Blitzen nicht rot leuchten, dafür ist doch der Doppelblitz da. Das ist erstmal vorblitzt, dass die Pupillen... Richtig, und wie heißt das? Das heißt, glaube ich, nicht X-Class Flares. Ach so. Das heißt Doppelblitz. Aha.
Okay, dann hätten wir das ja auch schon mal besprochen. Der Doppelblitz, sogenannte X-Class Flares. Double Flash. Also ich meine, wenn du sagst, das heißt, also was ich mir ein bisschen vorstellen kann, kann es nicht sein, dass es irgendwie so eine wie Längsstreifen und Querstreifen, dass es irgendwie sowas gibt? Das wünschst du dir jetzt, ne? Ich sehe schon. Dass das echt von Weitem aussieht, dass du größer wirkst. Ich bin irgendwie für B. Du bist für B? Beine 10 cm länger? X-Class Flares. X-Class Flares. Habt ihr noch Publikum? Ja, ne? Ja, wir haben Publikum. Ja, dann fragen wir das Publikum. Stimmt, hatte ich völlig vergessen. Wir fragen das Publikum. Also ich bin für also B. Also ich vergesse das Publikum nie. Die sitzen da quasi in den Startlöchern, ja? Schon die ganze Zeit. Die können schon gar nicht mehr an sich halten. Ich merke das schon, ja? Die scharren schon mit den Füßen. Vielleicht ist Fotograf dabei, aber ich bin für B. Irgendwas ist eine modische... Es flärt hier so Damen aus dem Studio. Eine modische Geschichte, irgendwas, dass das länger wird. So wie Breitstreifen, Längsstreifen. Genau. Die Linien, die Beine. Das ist ein Typ, der auch im Leben mal Verantwortung übernimmt. Der junge Mann da. Guck mal hier. Jetzt aber. Halt B ist halt auch so. Grüß dich. Moin. Geil. Fabian, woher kommst du? Aus Sittensen. Oh. Die wissen das immer, aus Sittensen, ne? Ich würde es tatsächlich gerne wissen, aber ich bin erst aufgestanden, als es zum Thema Verantwortung übernehmen kam. Denn ich habe keine Ahnung. Sehr gut, Fabian. Sehr schön. Fabian, was denkst du denn? Ja, also wie gesagt, ich bin auch komplett da mehr beim Raten dabei. Ich würde tatsächlich mit A gehen. Was? Okay. Also du denkst, das ist irgendeine Bezeichnung für diesen Doppelblitz, für diese Strahlen, die da zum Einsatz kommen? Ja, also das ist so noch das Plausibelste, was ich mir herleiten könnte. Alles klar. Wir haben A eingeloggt, Fabian. Und jetzt strahlen wir gleich oder auch nicht. Der Sonnenwind, der kontinuierlich Teilchen der Sonne in Richtung Erde transportiert, wird durch das Auftreten von Sonneneruptionen extrem verstärkt. Diese sogenannten Flares werden je nach ihrer Stärke in die Klassen A, B, C, M und X eingeteilt, wobei X die höchste Klasse ist. Treten solche X-Class-Flares auf, erreichen sie das Erdmagnetfeld und stoßen dort auf die Erdatmosphäre. Hier regen sie Gasteilchen zum Leuchten an, und zwar nicht nur in den Polargebieten, sondern laut Meteorologen auch in niedrigeren Breiten wie Deutschland. Das finde ich komplett aus. Trotzdem gut, ist immer gut, Verantwortung zu übernehmen. Daumen drücken fürs Finale, Fabian. Dankeschön. Ich dachte, dass ihr das vielleicht gehört oder gelesen habt, aber es ist gar nicht so lange her. Vor einiger Zeit waren auch in München mal Polarlichter zu sehen. Das war dann sehr regional. War das auch ein Oktoberfest? Nee, das war noch ein bisschen früher. Wirklich 2 Uhr nachts. Stimmt. Also, es bleibt bei 1.000 Euro. Wir haben noch zwei Fragen. Unter Wasser für Bernhard und Birgit. Wir kriegen das noch. Warum werden immer häufiger pazifische Seeschlangen mit einer schwarzen Haut gesichtet? A. Die dunkle Haut hilft ihnen bei der Entgiftung des Körpers. B. So sind sie in dem immer dunklen Meer besser getarnt. Oder C. Das immer salzigere Meerwasser färbt sie ein. So. Das ist doch schon eine Ahnung gerade. Vielleicht. Das immer salzigere Meerwasser färbt sie ein. Also nein, glaube ich nicht. So, die dunkle Haut hilft ihnen bei der Entgiftung des Körpers. Die haben natürlich schon, es gibt immer mehr Gifte. Vielleicht nehmen die mehr Energie auf durch die dunkle Haut und die mit mehr dunkler Haut. Die helle Haut ist nicht so ist empfindlicher. Also werden die Meere immer dunkler. Das wäre natürlich sehr abgefahren. Ja. Obwohl ich B auch schön finde, sind wir eher für A. Würdest du mir noch mal folgen, auch wenn ich dich eben in die Scheiße geritten habe? Ich würde dir immer folgen, Bernhard. Ich wollte es romantisch ausdrücken, aber mir ist nichts eingefallen. Es war ja eben so. Ich hab ja alles falsch gemacht. Entschuldigung, Mama. Du brauchst dem Kai nicht wieder zu schreiben. Ich nehme alles zurück. Wir nehmen A, oder? A, wir nehmen A. Wir nehmen A. Wir nehmen A wie ahnungslos. Dunkle Haut hilft ihnen bei der Entgiftung des Körpers. So. Einer Studie des australischen Biologen Rick Shines zufolge ist die stärkere Pigmentierung der Seeschlangen nicht etwa zur Tarnung da. Vielmehr hängt die Färbung mit der zunehmenden Verschmutzung der Meere zusammen. Die Tiere speichern im Wasser enthaltenes Arsen und Zink in ihrer Haut und entledigen sich der Giftstoffe bei anschließenden Häutungen. Das funktioniert besser, wenn die Haut dunkel ist. Denn das für die Färbung zuständige Melanin unterstützt die Speicherung von Giftstoffen.
Die dunkle Haut hilft den Seeschlangen also bei der Entgiftung des Körpers. Richtig! Damit steht ihr bei 2000 Euro. Letzte Frage aus der Kategorie im Grünen für Elton und Babette. Na, gucken wir mal. Die in Australien und Neuseeland heimische Pilzart Clatrus archaeri. A. Sieht aus wie eine Mischung aus Pilz und Tintenfisch. B. Wird so groß wie ein Kleinwagen. Oder C. Riecht wie ein frisch gebratenes Steak. Da haben wir aber Glück gehabt. Clatrus archaeri. Ja. Ja. Riecht wie ein frisch gebratenes Steak. Das wäre schön. In Australien ist es ja so, dass immer alles XXL ist. Also alles ist immer riesig groß. Die Spinnen sind groß, die Tiere sind groß. Deswegen bleibt die Tochter da auch nicht hin, sagt Mama, es ist alles so riesig. Mhm. Also das weiß man ja, ne? Australien, die haben ja viel Platz. Die können sich da ausbreiten, die können groß sein. Mhm. Make Australia big again. Mhm. Mit dem... Ich finde Afrika auch sehr groß. Stimmt. Aber egal, nein, erzähl ruhig weiter. Nee, wir, also, du meinst, dass das dann. Die können sich da ausbreiten und sind halt so groß wie ein Kleinwagen, der Pilz. Sieht aus wie eine Mischung aus Pilz und Tintenfisch. Also, aber Clatrus, sag doch mal ein anderes Wort für Tintenfisch: Oktopus. Ja, ist nicht drin, aber Truss ist drin. Kalmar. Klar, klart. Kalmar, klar. Truss. Tintenfisch ist. Das ist keine Krake, ne? Tintenfisch ist der so ein bisschen klein ist und hat nur vorne so ein paar Dinger. Das ist nicht wirklich so ein Oktopus oder so ein Krakending. Ja. Kann sein. Weil Pilze haben ja irgendwie eine komische Form. Gibt ja so die unterschiedlichsten, ne? Die haben ja ganz komische. Nee. Es gibt ja auch Schimmelpilz. Sieht ja ganz anders wieder aus. Aber wie soll eine Mischung aus Pilz und Tintenfisch aussehen? Entweder sieht man aus, also... Der hat dann wahrscheinlich so einen Kopf, weißt du, wie so ein Pilz. Und unten hat er dann vielleicht so... So, weißt du, so Fangarme, die sich so ein bisschen ausbreiten unten. Also nicht so, sondern so. Ne? Also wahrscheinlich ist es dein Kleinwagen. Elton? Was? Kleinwagen, sagst du jetzt? Sag mal, du bist mir einer. Du springst ja auch von A nach B hier, du. Ich bin ja total am Ende. Also gut. Ja, du kannst dich aber ja auch nicht definitiv finden. Du hast angefangen von B und jetzt auf einmal bist du bei A. Du bist ja auch nicht. Alles, was ich sage, ich finde auch geil, dass ein Pilz wie ein Steak riecht. Was sagst du jetzt? Du hast recht. Ich glaube, wir nehmen Steak. Du hast recht, ja. Nein, eine Mischung aus Pilz. Also er muss eine Stange haben, einen Hut, also irgendeinen Hut und dann noch irgendwie Fangarme unten dran. Nein, weiß ich nicht. Warum nicht? Warum soll er nicht so groß werden wie ein Kleinwagen? Wir nehmen B. B. Baby Babette, vielleicht haben wir nochmal. Weil ihr das damit gerne so möchtet. Ich glaube, B haben wir ziemlich oft genommen. Ich hoffe heute nicht Baby Blamage, aber wir gucken mal. Der Pilz Clatrus archaeri ist ursprünglich in Australien und Neuseeland heimisch. Mittlerweile aber auch gelegentlich in deutschen Wäldern zu finden. Das Besondere an ihm? Er bildet aus seiner weiß-grauen Knolle rötliche Tentakel, die ihn aussehen lassen wie ein Tintenfisch. Experten vermuten, dass er auf diese Weise verdorbenes Fleisch imitiert, um Fliegen und Mücken anzulocken. Diese nehmen die Sporen des Pilzes auf und helfen so, ihn zu verbreiten. Sieht jetzt aus wie ein Pilz, also ganz im Ernst. Was soll denn sowas? No. Sieht aus wie ein Tintenfisch, aber sieht aus wie eine Mischung aus Pilz und Tintenfisch. Ja, jetzt wissen wir es, ne? Ganz im Ernst. Ja, so, er ist ein Pilz und sieht aus wie ein Tintenfisch. Nein, er sieht aus wie eine Mischung aus Pilz und Tintenfisch. Und ja, und? Aber wie ein Kleinwagen sah auch nicht aus. Ja? Man hat nicht gesehen, wie groß der war. So, wir schauen auf den Zwischenstand. Bernhard und Birgit Schrobang haben 2000 Euro erspielt. Elton und Babette von Kimlin haben 1000 Euro erspielt. Hier ist noch nichts entschieden, denn die Entscheidung fällt erst jetzt im großen Finale. Yes. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Musik. Ist das gute Musik? Ich glaube, ein bisschen Schlager. Ja, vielleicht haben wir Glück und das ist... Keine. Ja,
bitte euch jetzt zu setzen. Mein Finanzbeamter ist noch am... Na? Am Pause raus. Bernhard? Du hast aber, glaube ich, nur 900 da jetzt eingegeben, ne? Oh. Alles gut. Hau sie raus, sagt er gerade. Beide so. Haben gesetzt. Und hier kommt die heutige Masterfrage. Wer gewann beim Eurovision Song Contest 1988 für die Schweiz? A. Michael Bolton, B. Celine Dion oder C. Brian Adams? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. So, beide Teams haben einen Geldbetrag gesetzt, beide Teams haben eine Antwort eingeloggt und wir sind gleich wieder da mit der Entscheidung. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zur Entscheidung der heutigen Ausgabe. Wer weiß denn sowas mit unseren Gästen? Birgit Schrobange und Babette von Kinlin, geborene Einstmann. So, beide Teams haben auf folgende Masterfrage einen Geldbetrag eingesetzt und auch schon eine Antwort eingeloggt. Wer gewann beim Eurovision Song Contest 1988 für die Schweiz? A. Michael Bolton, B. Celine Dion oder C. Brian Adams? Wir sind gespannt, was ihr gesetzt habt. Bernhard und Birgit haben gesetzt. Das ist ein Sänger. Ein Euro nur! Ja. Wir gehen auf... Hallo, wartet mal ab. Ihr könnt Buh rufen, das ist völlig in Ordnung. Weil ich kämpfe für euch. Wir haben uns schon was dabei gedacht. Felten und Babette haben gesetzt. 900. Noch Fragen? Ne? Ich glaube, unsere beiden Teamkapitäne haben einen Kurs Taktik für Fortgeschrittene besucht. Ja? Ich kenne das Gehirn des Mannes gegenüber. Jetzt wollen wir mal gucken, auf was ihr getippt habt. Bernhard und Birgit haben gesetzt auf Antwort B. Elton und Babette haben gesetzt auf Antwort B. Keine Ahnung. Und es war? Nur geraten. Ich habe keine Ahnung. Michael Bolton? Wer ist das? Das war sehr gut aussehender Sänger. Ah, ja. Es war der Eurovision Song Contest 1988 in Dublin, als Michael Bolton gerade mal so und so viele Jahre alt war. Wir kennen dich inzwischen. Ja, ihr schon, aber gucke, Birgit nicht. Ach so, stimmt, ja. Ich nehme dich vor. Für die Schweiz nicht mitmachte. Als Michael Bolton nicht für die Schweiz angetreten ist. Sondern? Brian Adams. Celine Dion. Es war Celine Dion, die gewonnen hat. Und damit gewinnen Bernhard und Birgit 2001 Euro. Der Bernhard sagt, er spielt für euch. Ich würde mal sagen, eben hat er mal schön 1.999 Euro für euch im Klo versenkt. Nee. Wenn es falsch gewesen wäre. Ja, wenn es falsch gewesen wäre, Bernhard. Ja, das weiß man erst nachher. Ja, du mal. Ja, wir haben ja total gesagt, 500 hättest du ja mal ruhig setzen können. Ihr habt ja das genügsam. Das wäre dann auch doof gewesen. Ja. Nicht, dass ihr jetzt denken, ihr habt zu wenig gewonnen. Jeder von euch kriegt 28,18 Euro. Ja, hey. Danke, Bernhard. Glückwunsch. Hat Spaß gemacht, Babette. Vielen Dank. Danke. Bernhard, Elton, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Glückwunsch unseren drei Endgewinnern. Auch ihr dürft euch über 28 Euro und 18 Cent freuen. Viel Spaß euch im Ersten. Tschüss, macht's gut.